Ja, 23. Oktober, 28 Grad, war schon fast der wärmste Oktober, den wir je erlebt haben. Und wir haben die Gnade mit dem Peter Eckenberger hier. Über dem Nebel natürlich, an wunderschönsten Sonne. Er sitzt hier vor dem Hachelofen, die Spiegel, die ihr seht, das sind eben die Fenster hinten dran, es ist einfach hell erleuchtet. Aber er sitzt im Urwaldhaus. Bei mehreren Fahrern war mir bewusst gewesen, was das Urwaldhaus heisst. Also der Weg, der geht ja kreuz und quer und auf und ab. Und du hast willen hierher kommen. Peter, du bist jetzt 80, du wirst ja bald geehrt als Ehrenbürger, gell? Vom Tunichgut, Fremder Legionär zum Ehrenbürger. Ja. Und bist du auch noch so ein bisschen ein Beizenbruder? Ja, also ich mache ja noch den Journalismus seit genau 50 Jahren. Und die darbende Gastronomie und Hotellerie, das ist mir schon noch ein Anliegen. Und wenn irgendwo ein Jubiläum ist oder ein Wirtewechsel oder eine alte Wirtschaft verkauft wird, dann schreibe ich etwas in die Zeitung und die Leute lesen das sehr gern. Weil jeder kehrt gerne ein, jeder ist ein Fachmann, punkto Wirtschaft und kann natürlich mitreden. Und hier in dem Urwaldhaus, in der Gemeinde Rechtobel, ist schon noch speziell. Aber vielleicht kommen wir noch darauf zurück. Warum heisst der Bären? Das wäre der richtige Name. Warum hat der Übernahme Urwaldhaus? Weißt du, mit dem darauf zurückkommen, das kenne ich aus der Politik. Sie sagen immer, man könnte darauf zurück, dann kommt man nicht darauf zurück. Gell? Machen wir es gescheiter zuerst. Das machen wir jetzt. Jawohl, der Bären war lange über Generationen im Eigentum von der Familie Fessler, die da gewirtet und gebaut hat. Und die letzte Wirtin von dieser Fessler-Dynastie, das wäre dann die Frieda Fessler gewesen. Die Bären Frieda. Eine ledige Frau, die natürlich Zeit hatte, sich mit dem Haus zu befassen. Und sie hat alle wieder gepoptet, also wo das Haus gebaut wurde, sei Ringel am Urwald gewesen. Mit Bären und Wölfen und darum der Übernahme Urwaldhaus. Und das Haus ist wirklich speziell. Man sieht noch ein Seelenfenster, hat ein Pestloch, hat natürlich nostalgische Räume. Mit diesen wunderbaren Reihenfesterli, typisch Appenzellerland. Das Haus jetzt, das ist etwa 400-jährig. Vorher ist aber sicher ein Vorgängerbau da gestanden. Und eben die Frieda Fessler, alias Bären Frieda, die hat ihren Gästen gern erzählt von ihrem Urwaldhaus. Gestorben ist in den 1960er Jahren, dann ist es an die Gemeinde übergegangen, dann an eine Stiftung. Die Stiftung hat das sorgfältig saniert, denkmalgerecht, stilgerecht. Und ist jetzt verpachtet, der Michel und dem Freddy. Das sind die heutigen Wirtsleute. Ich muss es mal kurz durchschwenken. Also, da wäre jetzt Gärten, gell? Und selbst ob der Gärten, das ist teuer. Und die Tür, die ist gefühltermaßen, was sagen wir, 1,65, oder? Immer behauptet, ich schlage den Grind ein. Aber als ich reinkomme, habe ich tatsächlich den Grind gleich noch angeschlagen. He? Das ist dir nicht passiert, gell? Nein, das ist mir nicht passiert. Die kleinen Appenzeller, wir wären hier natürlich bei einem berühmten Klischee. Die Appenzeller waren die kleinsten im Land gewesen, lang. Aufgrund der Rekrutenprüfungen. Das hat man da jedes Jahr natürlich gesehen, dass im Schnitt die Appenzeller die kleinsten waren. Das ist natürlich um wenige Zentimeter gegangen. Hast du draussen den kleinsten gehört? Ja. Weißt du, im Turnen ist das sicher, wir sind einstudiert. Ja, ja, natürlich, wir sind alle so, meistens weit hinten gestanden. Nicht, wenn man so der Größe nach hat, müssen wir einstudieren. Also nicht alphabetgerecht mit dem Eckenberger, eher ja, mit dem Vorburg. Punkto Alphabet ist man natürlich die vorne. Ja. Also wenn es an irgendwelche Dienstleistungen gegangen ist, die man nicht gerne tun hat, ist man natürlich bei den Ersten gewesen, die aufgerufen worden ist. Und sonst halt eher bei den Hintersten. Beides hat seine Vorteile. Weißt du, ich hatte das Gefühl, mit bei mir gehen. Und ich hatte das Gefühl, du bist wieder Frank Sinatra. Du sagst, du seist jetzt ein Kleiner, aber du machst einen grossen Eindruck. Also, die Wirkung ist irgendwie eine andere. Hat man das dir schon mehr gesagt? Also? Ja, das ist schön. Also, ja, natürlich, die Leute. Wir haben eine gewisse Vorstellung. Vor allem, wenn man im Radio und die Stimme hört. Und dann sind die Leute vielleicht überrascht, was, die markante Stimme, und dann ist das so ein kleines Mandel. Aber andere sagen natürlich, du, wohl, das ist gut so, und man hat eine gewisse Ausstrahlung, scheint's. Man wird alle wieder verwechselt mit dem Walter Eckenberger, den die Leute natürlich kennen von 10 vor 10. Zeigefinger der Nation. Ja. Und es ist ja schön, wenn man noch mit jemandem verwechselt wird, wenn man noch mit jemandem Ähnlichkeit hat, scheinbar. Ja, also das ist mir mal anders gegangen. Ich war am Radio. Da hat einer zu mir gesagt, um Gottes Willen, das ist der Vorburger. Sieht sich das immer vorstellt, wie der Peter Alexander. Und das war enttäuscht. Er denkt, ich mache nur ein Radio und darum sitze ich jetzt meistens hinter der Kamera, damit man mich nicht mehr sieht. Gell? Hat auch gewisse Vorteile, gell? Ganz sicher. Gut, dein Lebenslauf ist eigentlich schnell erzählt. Gell? Du bist aufgewachsen, Drogist gsi, in die Fremdenlegion gegangen, Lehrer gsi, Logopäd gsi, Journalist gsi und jetzt bist du Pensionist im unteren Zustand. Und bist 80, was da mit dem kurzen Lebenslauf? So kann man das sagen, ja.
wird auf einmal ist man 80, gell? Unverhofft. Und es geht wahnsinnig schnell, wenn man zurückschaut. Und es geht natürlich, das sagen ja alle Alten, je älter, desto schneller. Die Erfahrung mache ich natürlich auch. Wie war denn so deine Kindheit gewesen? Also, weißt du, bist du auf Drogist gekommen? Weißt du, so, für mich ein sozialistisches Leben, zuerst so einen braven Beruf und nachher fremde Legion. Ja, also, gut. Wie war denn deine Kindheit gewesen? Ja, eine wohlbehütete Kindheit. Ah. Meine Eltern, Vater war natürlich ein Grabser, gewesen, hat allen Zug auf das Grabs. Und dann hat er müssen weg von Grabs auf Jonschwil, ist dort aufgewachsen, in dem stockkatholischen Jonschwil. Und dann hat sich 1930 Gelegenheit geboten, ein Fotogeschäft zu Altenhausen aufzutun. Eine Filiale hätte er übernehmen. Klein, bescheiden. Und dann, beim 1942, haben meine Eltern das grosse Haus im Dorf übernommen. Das wäre ein sogenannter Grand Bazar gewesen, also ein Allerweltsladen, Drogerie, Fotopapeterie, Souvenir, Rauchwaren. Also das Walzerhausen? In dem Dorf Walzerhausen, mitten im Zentrum. Essen und Trinken, vergessen das Mikrofon haben sie nicht, das gibt's. Also wir machen das jetzt einfach unter Live-Bedingungen. In Walzerhausen genau, ist das in dem Walzerhausen. Da hat es eine Drogerie gehabt und wie es halt vielen Jungen geht, wir wissen nicht, was man machen soll. Wir hatten nie die Möglichkeiten, keine Schnupperlehre, nichts, da hat man alles nicht gekannt. Kantonsschule, ja, das hat man eigentlich nicht gewusst, nicht? Das war nur für die mehr besser gewesen. Dortmals habe ich gefunden, ja, du machst halt Drogist, aber total lustlos. Vor allem habe ich auch das gemacht, weil ich gewusst habe, mit dieser Lehre muss ich von Walzerhausen weg. Ich wollte ausbrechen aus dem doch engen Elternhaus mit ziemlich enge Leitplanke. Also apropos Ausbrechen, ist mir ähnlich gegangen. Aber der, weißt, der Mut, denn irgendwie, um jetzt einen Drogist zu machen, ist ja nicht auf irgendeinem Beruf. Also ist ja wirklich eine strenge Lehre gewesen, schon damals und heute auch, oder? Ja, ist eine vierjährige Lehre, ist anspruchsvoll, natürlich. Auch intellektmässig, man wird gefordert, das schadet natürlich nicht. Ich habe den Beruf auch, oder die Lehrzeit auch abgeschlossen und die Prüfung bestanden. Aber gesagt, ich arbeite nicht einen Tag auf diesem Beruf. Heute würde ich das wieder anders beurteilen, aber eben, wenn man jung ist, darf man ja ein bisschen schwarz-weiß denken. Und nachher ab auf Bonifacio, oder was? Ab in die Fremdenlegion kam, war die Lehre fertig. Bonifacio war doch kein Thema. Aha. Wir haben gewusst, natürlich aufgrund der Warnungen dort mal, die Fremdenlegion war ein Thema. 300 Schweizer pro Jahr sind abgetaucht in die Fremdenlegion. Man ist gewarnt worden in der Berufsschule, der Franz Rispi. Von Amrischwil ist vorbeigekommen, hat uns gewarnt, macht ja das nicht. Ihr setzt das Leben aufs Spiel und natürlich seine Schriften in aber, der Hölle der Fremdenlegion. Aber hast du müssen abtauchen? Hast du etwas Nein, natürlich. Da ist die Frage, ist so, was hat er angestellt? Das war immer die erste Reaktion, gewesen, weil das Klischee Fremdenlegion, lauter gestanden, die Existenzen, du nicht gut, Verbrecher, die tauchen in der Fremdenlegion ab. Stimmt natürlich nicht, auch da muss man differenzieren. Ich bin auf Marseille. Und habe mich dort gemolden, in der Kaserne, Waffer Saint-Nicolas, untere Festung St. Nikolaus, am alten Hafen. Mit Sicht auf Château d'If. Genau. Ja. Und die erste Überraschung, hey, die nehmen nur jeden Viert. Die haben nicht auf dich gewartet. Die schicken dich allenfalls raus, wenn du von der Interpol gesucht wirst. Das war die erste Überraschung. Wahnsinn. Weil alle haben gemeint, ja, du kannst anstellen, was du willst, da kommst du noch unter. Also im 59. absolut nicht so. Haben sie daheim denn gewusst, dass du gehst? Die haben das nicht gewusst. Nicht? Ja. Ich werde jemanden gefragt, hast du das mit den Eltern besprochen? Ja, die hätten mich natürlich in Schutz aufgenommen, das ist schon klar. Nein, das kann man nicht. Die Fremdenlegion hat einen dermaßen schlechten Ruf gehabt. Das hätte man nicht können besprechen, das habe ich nicht gesagt. Sie haben sicher gewusst, dass etwas im Tun ist. Und der Verdacht ist dann sehr schnell gekommen, ist schon allenfalls in die Fremdenlegion. Ja, und du bist dann gegangen, gell? Ich bin gegangen. Und dem von der Legion aus man müssen, dann wird eine Suchaktion ausgelöst und die kommt natürlich auch in die Fremdenlegion. Und wenn man unter dem richtigen Namen in der Fremdenlegion war, dann heisst du, hast du den Eltern geschrieben? Nicht. Sofort machen, unter Aufsicht Brief schreiben, Brief zensiert und abgeschickt. Und seitdem ist ein regelmäßiger Briefwechsel. Hat funktioniert. Aha. Seit dem Zeitpunkt. Und was haben sie denn gesagt auf den ersten Brief, den sie gewusst haben? Hoppla, haben sie wollen sagen. haben sie wollen sagen. Es gibt dann natürlich noch die Versuche. Moment, wo schon sie gehört haben. Aber sehen sie, gut, sie lachen daneben. So ist er geblieben, gell, irgendwie. Was haben sie wollen sagen? Ja, genau. Natürlich, es wird probiert, die Leute rauszuholen. Da ist in gewissen Fällen geraten, weil volljährig in Frankreich ist man mit 18, in der Schweiz mal mit 20.
wenn er an in dieser Bandbreite 19, 18,5 so, dann hat es vielleicht eine Chance gegeben, um so jemanden rauszuholen. Aber bei mir ist das kein Thema. Ich war 20, volljährig, mündig. Was ich unterschrieben habe, muss ich ausfressen. Das habe ich auch gewusst. Oder? Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren darüber. Selber einbrocken, die Suppe, selber auslösen. Nie bereit. Natürlich auch die Frage. Also Hans-Jürg, wenn ich die Frage hätte. Du so sportlich gewesen? Ich meine, ja, du musst einen Säckel machen. Tappenzeller, die kleinen. Also jeder, der weiß, der Schweizer Militär gemacht hat, mit diesen kleinen, trottigen Tappenzeller, der weiß natürlich, die haben Türen. Die kippen zuerst aus den Schuhen. Ja, die langen Lari, nicht? Die haben natürlich weite Wege vom Herz ins Hirn mit der Blutversorgung und so weiter. Beim Tappenzeller sind die Wege kürzer. Nein, Tappenzeller. Also Aufwachsen im Tappenzeller ist verrückter als Fremde Legion, ha? Der Appenzeller ist zäh. Gut. Was ist denn der Kurzenberger? Was ist denn da? Ja, die Sprache, die Sie jetzt von mir hören oder die du hörst, Hans-Jürg. Der Kurzenberg, wie man es ganz genau nennt, ist der Wolfhalde im Zentrum. Heide, Hade haben wir früher gesagt. Und Lutzenberg wie Nacht. Das sind die drei Dörfer, die auf Tal, Kanton St. Gallen, kirchengenössig waren. Und die Sprache dort mit diesen Braten an, die schönen Mädchen. Auf der Wad war die Gasse und nicht das giftige die Mädel und Gäse wie Zirisau, wo sie ein Brett vor dem Kopf haben, der Brett Ascentis, so einfach ist da die Weite, der Ausblick auf den See, ins Rintel, ins Deutsch über und die Offenheit, die kommt unserer Sprache eben zum Ausdruck. Und apropos Mädel, hat er auch hübsche Mädel gehabt? Hast du dort auch noch ein drauf geworfen? Ja, hat noch etwa eine Mädel gehabt, natürlich. Du bist ja auch mal jung gewesen. Du ja, nein, ich bin so nicht. Nein. So weit ist da eine heile Welt in den 50er Jahren, muss man schon sagen. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, was für Möglichkeiten das man hat. Ich bin nicht heute ein Junge, der mit 16 ein Austauschjahr zu Amerika macht. Ein Jahr keine Schule dort. Ja, das war doch undenkbar gewesen. Ja. Gut, auf dich können wir häufigweise erzählen. Sag doch einmal, einfach einmal, ein schwarzes Kätzchen ist über die Straße gesprungen. Nur nachsagen. Ein schwarzes Kätzchen ist über die Straße gesprungen. Aber gell, mit dem R hast du es auch nicht so recht. Da bist du nachher eben Logopäd gewesen. Ja, also, ja gut, den R kann man natürlich auf verschiedene Art bilden, aber da wollen wir jetzt uns nicht auslassen. Der Logopäd ist auch schon wieder ziemlich weit zurück. Ja, klar. Aber du bist in der Sprachheilschule, du hast einen Lehrer gemacht, ein Lehrseminar, du hast dann bist Logopäd gewesen. Genau. Also, du bist natürlich wirklich unglaublich abenteuerlich, unglaublich mutig, ja, unglaublich vielseitig. Also, und du hast dort dann wirklich also das Schaffen. Nein, der Spruch habe ich gebracht, den ich in die Schule musste. Ich kann mich gut an den Logopäden erinnern und hat dann gesagt, ich muss jetzt sagen, ein schwarzes Kätzchen ist über die Straße gesprungen. Ja. Und dann habe ich das nicht richtig gemacht, dann musste ich zu einer Fräulein in die Logopädie, dann musste ich auf einem Strich laufen, ich nicht können gerade laufen, also irgendwie, also bei den Mädchen ist bei mir nicht gelegen, aber es ist sonst etwas wahrscheinlich. Ja gut, eben, die schwarze Katze halt, gell? Ja, dann haben wir es liegen. Ja, nicht nur einen. Wir dürfen es wirklich natürlich, also das Heinerli und ich zugleich dann da mit dem Kaffee unterwegs, ja, im Urwaldhaus übrigens. Ja, wenn ihr mich seht, ist er wirklich sehr empfehlenswert. Ist eine wunder hübsche Beiz da. Beiz, darf man das sagen? Was das sagt man Wirtschaft? Sagen, das ist positiv besetzt. Ja. Und über diese Beiz haben wir erzählt und es ist nicht von ungefähr, dass wir da sind. Das passt irgendwie zum Unikum Peter Eckenberger und vielleicht auch ein bisschen zu dem, der da hinter der Kamera jetzt ein bisschen versteckt, wo ihr ein bisschen seht. Ja. Gut, dann bist du Logopäde gewesen, du sprachst schon und dann bist du doch auch Journalist gewesen, oder? Genau, eigentlich. Habe ich im 1968 in Tüfen angefangen, nach dem Lehrerseminar. Und im 69 hat St. Galler Tagblatt, nicht aus den Tageszeitungen, noch verbreitet gewesen. Die hatten einen Stellenwert gehabt. Und St. Galler Tagblatt hat in Tüfen Kopfblatt eröffnet, Appenzeller Tagblatt. Und der Hans Höhner, der spätere Landammann von Appenzell Ausserrhoden, hat mich gefragt, du, willst du nicht einen Bericht schreiben, so eine Vereinsversammlung oder dort ein Foto machen? So, ja, habe ich gesagt, jawohl, probiere das. Und dann bin ich eben vor 50 Jahren, im 69 eingestiegen. Und dann ist der Bereich alle grösser geworden. Als Logopäd konnte ich dann Teilzeit arbeiten. Und irgendwann, so Anfang der 1980er Jahre, haben wir einfach entscheiden, was wollte ich? Auf der Lehrmaschine weiterfahren, Logopädie oder mache ich den Journalismus? Wird das mein Standbein? Und ich habe mich dann für Schreiben entschieden und da hat eigentlich
dort mal gut funktioniert. Was heisst trotzdem mal? Also hallo, also mit gutem Erfolg bis heute. Also schreiben, reden, ist dir das in die Wiege gelegt? Hat man daheim jemand mal gesagt, mein Peter, nicht so viel reden? Ja, reden. Ja, natürlich, gehen an die Arme nicht hören, schwätzen. Nicht? Vor allem nicht am Mittagstisch, halbe Aas, nicht Zeitzeichen, Nachrichten, ja. Absolute Ruhe. Der Vater war der Patriarch, die dominante Figur, das war überall so. Vor 50, 60, 70 Jahren, schon klar. Aber mein Vater war eigentlich ein Humorist. Und er hat ja dann die Lichtbildervorträge. So nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre, ist er mit Lichtbilder unterwegs. Er war ein Berufsfotograf. Ich mag mich gut erinnern, im Grütli Werdenberg. Da war dann der Saal. Und ich habe ihn begleitet. Und mein Vater hatte Flair, die Landschaftsbilder mit glatten Kommentaren aufzulockern. Ja. Das alles hat man so lachen gefunden. Du, den müssen wir wieder mal haben. Das ist ein humorvoller Vortrag. Ja, und das Grütli gibt es heute noch. Ist es ein Thai-Restaurant gegeben? Thai-Grütli heisst es, aber es gibt es noch. Es gibt es noch, ein Grütli, ja. Ja, ja, hat dann auch eine Halle gegeben neben der Kirche zu. Die hat man abgebrochen, wo wir die ersten Filme gesehen haben. Die geht auf, das Dach über dem Kopf und so. Es waren noch andere Zeiten gewesen. Aber was ich bei dir immer denke, du hast irgendwie deinen Humor durch alle Zeiten gerettet. Also dir gefällt auch die heutige Zeit, oder? Du hast dich immer können anpassen und hast das auch immer gemacht, oder? Ich würde natürlich sagen, also wer kann lachen, hat es wahrscheinlich ringer im Leben. Und Humor ist sicher auch ein Lebenselixier, eine Lebensqualität. Und auch in kniffligen Situationen, wer den Humor nicht verliert, kommt wahrscheinlich besser dadurch. Das hat auch in der Fremdenlegion gegolten. Du hast ja Bücher geschrieben, gell, über das Lachen natürlich. Du machst Vorträge, also da kann man auf deiner Webseite anschauen, du bist immer unterwegs und das sind ja wirklich Vorträge, wo die Leute also wirklich lachen, wo fasziniert sind und so weiter. Ja. Kann ich etwas sagen? Natürlich! Gib doch mal das Legionsbuch, den Wunderheiler und von gescheiten und dummen Leuten. Ein bisschen da genau. Machen. Also da haben wir uns natürlich immer, apropos Patriarch, wir wünschen uns, dass wir es auch ein bisschen bedient und wir kriegen jetzt die Bücher rüber von der Gerda hergebracht. So, natürlich. Ja. Und der Wunderheiler, das tut mir so eine heikle Geschichte, du Appenzeller, gell? Aber ist ja interessant, nicht da stellen andere auch fest, aufs Alter schliessen sich die Kreise. Ja, ja. Und ich muss sagen, der Drogistenberuf voll, da hat mir eben gleich nicht nichts gebracht, das ist schon klar. Aber du hast ja geschrieben, hast du von Doktor und Lausen. Ja, aber die freie Heiltätigkeit, die wir im Appenzellerländli hatten. Genau. Man, vor 50 Jahren hat man von einer Stunde auf die andere dürfen, Stefeli Velomechaniker abnehmen und ein anderes raushängen, Naturarzt, und vielleicht hat es funktioniert und vielleicht auch nicht. Du wirst es lachen. Ich habe mal einen Lastwagenmechaniker und einen Velomechaniker gehabt in einer Reportage über Wunderheiler im Appenzell. Ja. Die sind wirklich das vorher gewesen, ohne gross etwas anderes zu machen, haben sie es können machen. Aber, gell, man muss auch ehrlich sein, es hat wirklich auch sehr, sehr gute gehen, natürlich. Das war ja der Grund, dass dann eine richtige Welle von der ganzen Schweiz, vom nahen Ausland, deutscher Raum, die sind ins Appenzellerländli, weil man bei uns aufgrund von der Gesetzgebigkeit, von der Gesetzeslage, hätte dürfen, eine Praxis eröffnen, ohne Ausbildung, ohne Prüfung. Der Alfred Vogel, 1930 aus dem Baselbier, kommt da rauf. Die Wunderfrau aus dem Aargau, die Emma Kunz, faszinierend, die kommt 1951 ins Appenzellerländli. Der Mann mit dem rauschen Bart, der Kräuterpfarrer Künzli, er hat all wieder gesagt, in Herisau sei ihm der Durchbruch zum Naturarzt gelungen und so weiter. Und dann natürlich auch Turiella hat eine Praxisbewilligung gehabt, in Schwellbronn oben. Im Deutschen hat sie als Gefahr für die Volksgesundheit gegolten. Und im liberalen Appenzell hat man gesagt, der Patient ist mündig, der muss selber wissen, wem das er Geld bringen will. Eine schwierige Geschichte, auch eine Gratwanderung. Du hast es so als Buch zuerst, das Mord, wir können auf das natürlich noch, aber Mord in der Fremdenlegion her. Das ist ein relativ dickes Buch, was eines von deinen Dickeren, die du überhaupt hast. Wie bist du jetzt gerade auf das gekommen? Weißt, nachdem du die Fremdenlegion jetzt vorher auch etwas anders geschildert hast, wie kommst du jetzt gerade ein bisschen auf den Tatort Fremdenlegion? Ja, ich bin all. Also, als ich zurückgekommen bin, hätte ich das nicht können. Ich hätte es nach 10 Jahren nicht können. Aber später, mit einer gewissen Lebenserfahrung, auch im Zivilleben, bin ich halt wieder gefragt worden, du schreib doch einmal Lebens. Schreib etwas anderes als die Telefonbücher. Meine Jahre in der Fremdenlegion, da gibt es Hunderte, nicht? Karel Lutz, Bux zum Beispiel. Der Herr Santi, wir kennen Engel, aber der ist eben natürlich mit Sicht auf einen Engel gegangen. Das ist ein anderer Antrieb. Ist ein bisschen speziell. Genau, ja. Und dann habe ich gefunden, wohl, ich mache das. Dann hat es
Ende der 1990er Jahre von der Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen. Also für Schweizer Militärköpfe, für Geschichtsinteressierte, die gehen alle Jahre machen die ein paar Reisen an Kriegsschauplätze. Korea, Vietnam, Morgarten und so weiter. Und dann haben die Legion auf dem Programm gesagt, jetzt zu meiner Frau, gehe ich mit, ich will schauen, wie verkauft sich die Fremdenlegion diesen unbedarften Schweizer. Aha, ja, und ja. Das war der Auslöser für das Buch. Ah, ja, und ja, der Mord, der ist ja. Im Umfeld von dieser Reisegesellschaft aha, passiert. Ja. Und dann können wir die Rückblenden. Und das ist also fiktiv, gell? Also, das ist nicht etwas, was wirklich passiert ist. Das ist passiert. Das ist so passiert? Ist passiert, die Reise ist passiert. Dann können wir die Rückblenden. Man hört den Feldweibel anbrüllen, man sieht die Männer marschieren im Gipfel Blanc. Und dann kommen die langen Schatten. Ickenberg, wie war es, wo du als kleinen Appenzeller hast? Das ist mir nicht bewusst. Das dann ist so passiert. Die zwei Ebenen, ja. Das finden die Leute so spannend. Fremdenlegion dort mal, Fremdenlegion hier. Ja. Sie haben gemeint, dass sie einen Teil erfunden und Teil sie das ist so erlebt. Fiktiv ist der Mord. Ja, eben. Aber alles andere. 99% so war es. Und ja. Leute, die die Materie ein bisschen kennen, sagen mir, du, das ist das Buch, das nicht aufjubelt, aber auch nicht verdammt, möglichst objektiv geschrieben, soweit man kann objektiv sein, wenn man über sich selber schreibt. Das ist immer schwierig. Aber eben der Mord ist fiktiv, aber könnte auch Realität sein. Könnte absolut so sein. Hast du das von diesen Doktor und Lausbuben auch gerade dort? Ja. Doktor und Lausbuben haben wir auch. Okay, nein, das ist egal, wir können auch das Nächste nehmen. Ja, das wir haben ja natürlich, das wäre jetzt als, genau. Tod eines Wunderheilers. Cool. Auch das natürlich etwas, wo wirklich, es steht zwar ein Roman drin, aber es ist etwas, was auch passiert ist. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch eine weitgehende wahre Geschichte. Du hast ja unglaublich recherchiert, da muss man ehrlich sein, gell? Ist eine spannende Materie. In zwei Sätzen ist die Geschichte von dem Charlatan Gauner. Kommt zu uns rauf mit einem klaren Ziel. Schnell reich werden auf Kosten der kranken Leute. Sehr aktuell. Zuerst geht es wahnsinnig gut. Auf das Mal kippt es. Kommt Sand ins Getriebe. Die Geschichte nimmt ein übles Ende. Hast du selber Erfahrung gehabt mit Naturärzten? Also bist du selber auch mal gegangen? Ja, natürlich. Wir haben natürlich gewusst, wir haben in unserem Dorf Naturärzte gehabt. Das war allein Clara Locher. Da ist man alle her, wenn vielleicht der Schulmediziner nicht weiter gewusst hat. Ja. Oder bevor man zum Arzt ist, ist man noch zu dieser Naturärztin. In Heide die bekannte Pagliano-Tante, alias Petronella da Cerno und so weiter. Weil ich persönlich ich dann auch mit einem Haufen Leuten zu tun gehabt und dann auch mit dem Thomas Büchi, der ist auch in Heide. Er kann es nicht mehr praktizieren, weil er bei einer Operation einfach etwas Blödes erlebt hat. Also. Aber da muss ich sagen, das ist jetzt sehr, sehr wissenschaftlich orientiert. Zumindest auch Drogist war natürlich sehr Bruchtuner. Genau. Der hat das jetzt wirklich sehr wissenschaftlich und perfekt und super gemacht. Da war ich immer erstaunt, wie der auch Antworten geben konnte, Anweisungen geben konnte. Und Medizin ist wirklich eine sehr professionelle Art und Weise. Natürlich auch zusammen mit Medizin und anderen gewirkt. Eben, die gibt es natürlich auch, gell? Ganz sicher. Ganz sicher. Und heute hat ein Naturarzt bereits Wissen. Eben, ja gut, der ist ja sehr gut ausgebildet. Natürlich. Eben, sehr viele Drogisten machen die Zusatzausbildung. Und der Drogist als solcher hat natürlich ganz eine gute Basis. Nicht? Aber das andere hast du schon recht. Das habe ich bei diesem Buch auch gedacht. Es gibt in diesem Metier, aber da braucht ja Mut, weißt, dass du das auch schon den Titel den du schreibst, dann auch was drin schreibst, oder? Jawohl. Hast du denn da nie irgendwie. Ein paar Telefoner bekommen? Ist noch interessant. Ja. Eigentlich sind die Fakten dermaßen überzeugend, dass eigentlich nie jemand reklamiert. Nicht? Im Gegenteil, die Leute sagen, den habe ich auch noch gekannt. Aha! Ja. Und damit hat es sich. Wir müssen vielleicht noch sagen, liebe Leute, wenn sie jetzt jemand klockt und so weiter, sie machen die Aussenfassade, das hat mit uns nichts zu tun. Und dem, wo wir sagen, wenn er einen Bohrer klockt, das ist jetzt halt Urwaldhaus auf, was ist da von der Seite da? Nordseite? Was da wäre etwa Nordseite, was da restauriert, oder? Und ist jetzt halt einfach unter diesen Bedingungen, aber einfach nochmal, da lohnt sich auf jeden Fall, da raufzukommen, auch wenn der Peter Eckenberger und Rheinmelden TV nicht da ist, ist absolut ober, super schön da oben, auf einer Hochebene, wo man so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Ja, wir reden jetzt halt noch über andere Themen, eben zum Beispiel über Lausbuben. Also du hast gar nie eine Reklamation bekommen und das zeigt natürlich auch einfach deine journalistische Seriosität. Also da bist du ein Langtrag, so etwas. Das ist ja so, oder? Als Journalist weiß man eigentlich, man sollte nur Fakten schreiben, was vielleicht ist. Man muss recherchieren
Und sonst sollte man es bleiben lassen. Mhm. Oder bei schwierigen Fällen muss man halt beide Seiten zum Wort kommen lassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich habe natürlich auch darauf geschaut, dass ich so bewusst niemandem auf die Füße stand. Das ist klar. Das wollte ich auch nicht. Wollen. Ich wollte niemanden abmachen. Ich wollte ja eigentlich die Leute unterhalten. Es sind vergnügliche Geschichten, dass die Leute am Schluss sagen müssen, du, ich musste manchmal lachen und voll, wie gesagt, da habe ich noch gekriegt. Und vor allem ist es toll, dass noch jemand aufschreibt. Sonst geht das vergessen. In einer Generation oder in zwei Generationen ist das weg. Weil er hat nicht immer einen grossen Geschichtsbuch Platz. Leider sind die kleinen Zwischenfälle und Begebenheiten. Und die Leute sagen, du, das ist toll, dass du das noch aufgeschrieben hast. Du bist ein Unterhalter. Das merkt man, die Bücher sind absolut süffig. Die sind gut zum Lesen, die hat man schnell gelesen. Die gehen auch irgendwie rein. Und natürlich, wenn man die dann darf erleben bei diesen Veranstaltungen, ist natürlich noch mal ein bisschen etwas. Das habe ich jetzt dummerweise noch nie. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, also einmal beim Peter Eckenberger, da gehst du eigentlich immer wieder. Also das ist, glaube ich, schon noch etwas. Gell? Die Lesungen, die Veranstaltungen, die du machst, das ist nach wie vor extrem beliebt. Ja. Ja, und ist vielleicht natürlich, ich bin ja nicht mit einem Thema unterwegs. Ja, ja. Es gibt so drei Hauptstränge. Also geniale Naturärzte und originelle Patienten. Oder Fremdenlegung und persönlich erlebt. Ja. Oder Humor aus dem Appenzellerland. Genau. Und bei dem Thema kann man natürlich variieren. Ja. Ich schreibe ja immer auf, auch bei dem Verein habe ich vor zwei Jahren das erzählt. Ich erzähle sicher nicht das Gleiche. Ja. Und bei den anderen Themen da ist es genau gleich. Man sieht das schon am Schalk bei deinen Augen. Also, du lächst, es ist richtig danach, um so ein bisschen irgendwie auch gewisse Leute in einer sehr angenehmen, sympathischen Art ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und dann auch das eigene Spiegelbild zu zeigen. Nicht? Das ist dir schon wichtig. Ja, wir dürfen schon den Leuten einen Spiegel vor die Augen heben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben mit der Herisauer und Brett vor dem Kopf, das ist ja klar. Aber eben, jemanden muss man ein bisschen übertreiben. Auf die sanfte Art, nicht beleidigend, dass die Botschaft überkommt. Also Kurzgeschichte ist natürlich auch eine lustige. Jetzt weiss ich nicht genau, könnte man vielleicht mal vielleicht so gerne probieren, um irgendetwas vorzulesen? Hättest du noch eine Idee, so ganz ja. Spontan? So. Ja. Du, sicher probieren. Der Mut, ja. Der Mut, er schaut gerade hier bei dir. Wir schauen da mal ins Büchli. Vielleicht die beiden Spassvögel von Heide wären so eine Variante. Ja. Und nicht allzu lang, oder? Ja, das ist gleich. Das ist einfach. Nein, nein, also ich denke mir nicht, dass das irgendwie langweilig wird. Da glaube ich jetzt überhaupt nicht. Dann habe ich Zeit zum Kaffee trinken, kann mich zurücklehnen. Ja, genau. Und du musst ja dein Einerli, wo inzwischen noch fast ein Einerli geblieben ist, ja, bist ja, wir müssen dem vielleicht noch Nachschub haben. Nicht? Das ist schon klar. Wir nehmen mit dem noch gut. Und so weiter. Ja. Also, wir lernen in Heide oder eben in dem Heide zwei Persönlichkeiten kennen, zum einen den Dölf Briesig, den Spenglermeister, und zum anderen den Dr. Med Hermann Hohl, den Schulmediziner. Die beiden Männer sind gut ausgekommen miteinander, und wenn es eine Gelegenheit gegeben hat, haben sie einander nicht ungern den feinen Weg etwas hoch genommen. An einem schönen Tag hat der Dölf, der Spengler, am Doktor angeläutet und mit einer stockhaserer Stimme in Hörerinnen gejammert: Du Hermann, könntest nicht noch wirklich vorbeikommen? Ja, elend Halsweh und kann fast noch mehr schwätzen. Nach dem Sprechstand ist der Hermann geradewegs zum Spengler in die Budikabi. Er hat dem Dölf eine Weile tief in den Hals geschaut und sagt: Ja, du, das sieht gerne schön aus. Du hast eine wackere Angina. Was hast du denn gemacht bis jetzt? Ja, gurgelt und Tee getrunken habe ich. Meint du den Patienten? Der Doktor rühmt ihn. Das hast du ganz gut gemacht. Da kann man gerne nicht viel anders machen. Das tust du ja brav weiter gurgeln. Der Spengler hustet und sagt zum Doktor, er müsse ihm nicht extra eine Rechnung machen. Er soll ihm gleich sagen, was es kostet. Er zahlt ihm das Bar auf die Hand. Der Doktor lacht und sagt, mach 12 Franken und hat eingezogen. Und jetzt tritt durch die Kutsche. Etwa ein halbes Jahr später hat der Doktor aufgeregt und Spengler telefoniert. Du Dölf, könntest nicht noch wieder vorbeikommen? Unsere Badwanne läuft nochmal ab. Nach dem Feierabend ist der Spengler ins Doktorhaus abi, hat im Badzimmer eine Weile tief ins Ablaufloch von dieser Badwanne hineingeschaut und sagt: Ja, du, das sieht gerne nicht gut aus. Das ist der wackere Verstopfe. Was hast du denn gemacht bis jetzt? Ja, gestorret und gestochert habe ich mit einem Draht. Meint der Doktor. Der Spengler schmüllelt und sagt: Das hast du ganz gut gemacht. Da kann man gerne nicht viel anders machen. Das ist aber auch weiterstarren. Mach 12 Franken, wenn du willst, so gut sein. Beide haben gelacht und sind in Adler rüber. Die haben eine feine Flasche getrunken miteinander, wo genau 24 Franken kostet.
Wie kommst denn du, weißt du, jetzt verlauter Lachen, weil das Mikrofon vergessen. Wie kommst denn du auf so Ideen? Wir hören, da weiß man natürlich vom Journalismus her, wir haben eine riesige Kartei, ein Archiv. Und wenn ich etwas sehe, heute muss ich dir gerne etwas sagen, du, gell? Natürlich habe ich alle Schreibzeug dabei, das ist schon klar, aber jemand muss ich sagen, helfen wir dir noch dran denken, dann müssen wir aufschreiben. Man hört viel, man sieht viel und man liest natürlich auch viel. Und interessant ist schon noch, wo jetzt neue Bücher rausgekommen ist von gescheiden und dummen Leuten. Ein toller Titel, nicht? Man kann noch rauslesen, zu wollen, dass man hören will. Dann telefonieren mir die Leute, du hast über den geschrieben, aber das hat er dann auch noch gemacht. Oder über die Sepp, solltest du doch auch mal etwas schreiben. Man schreibt es auf und dann hat man einen dicken Ordner. Fürs nächste Gig. Als Logopäd. Logopäden sagen doch immer, es gibt gar keine dummen Leute. Ja. Gibt es gleich? Ja, ich glaube nicht. Weißt du? Wer hört das mir? Ja, eben. Wer gehört denn so vieler Sorte? Ich glaube, wir alle verhalten uns einmal dumm und naiv. Lassen uns über den Tisch ziehen. Wo man doch muss sagen, ja nein, aber doch nicht mehr, oder? Ich denke jetzt gerade im digitalen Bereich abgeht oder die Telefonanrufe und so weiter. Wie auch gescheite Leute. Und man muss sagen, was, der hat sich verwünschen lassen. Ja, passiert. Und gell, manchmal ist man gescheit und manchmal sautdumm. Eben, wir haben doch beides, wir haben beides in uns drin, ist ja klar. Hättest du etwas von gescheiden und dummen Leuten, wo könntest du das vorlesen? Ja, von gescheiden und dummen Leuten, da haben wir natürlich, es sind Kurzgeschichten. Ja, ja. Weil Dialekt lesen, da muss ich den Leuten sagen, tönt Halblaut lesen, tönt die eigenen Ohren mitnehmen und dann geht es viel rinnen. Und eine Kurzgeschichte geht über die andere. Das haben wir im Radio gelernt, gell? Ja. Haben wir zum Teil genau. Dialekt aufgeschrieben. Genau. Du hast, wie ich sehe, schon am Schauen und bist am Suchen. Ich suche und ein bisschen, was da geeignet. Da hat es ja glaub, etwa so 20, 30 so Geschichten drin, gell? Ja, 35 Geschichten. 35 Geschichten jede ist geeignet, da muss man schon sagen. Wie meinst du, nicht geeignet fürs Fernsehen? Man darf nicht gerade jede im Stil lesen. Nein, geht, sicher. Nein, sind alle stubberein, da müssen wir auch mal betonen. Wir haben noch jemanden gefragt, wenn ich engagiert werde für einen Vortrag. Aber gell, sie erzählen da, müssen sie keine Angst haben, keine Zweideutigkeiten. Da gibt es bei Mickenberger nicht. Es gibt genug glatten Stoff, genug glatte Geschichten, die auch für Gofen geeignet sind. Und siehst, kein wegen Problem. Dieser Argumentation, auch vor mit deiner Schästig, darum bist du eben der zweite Zeigerfinger von der Nation. Ja. Du bist doch verwandt mit dem Walter. Ja, also die Eckenberger sind natürlich alle verwandt, das ist schon klar, irgendwo. Ja. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie weit wir retour gehen müssen. Ja gut, schon wenn du weit retour gehst, bist du ein Eckenberger, dann bist du ein Grazer, ein Österreicher, Es gibt natürlich in Graz ein Schloss Eckenberg, genau gleich geschrieben, und gibt ja die schöne Legende, dass wir alle von dem Schloss her abstammen. Ja. Oder die andere Kehrseite, dass ein Grabser aus ist und das Fürstengeschlecht von diesen Eckenberger in Graz begründet haben, übrigens eine traumhafte Schlossanlage. Unbedingt anschauen, wenn man in der Steiermark ist. Genau. Lohnt. Bist du beim Eckenberger Verein? Ja. Bist du dabei? Ja, bin ich dabei. Gut. Ja, nur die hier im Vorstand und als Präsident bis jetzt vermisst. Ja? Ich habe immer gedacht, der Peter Eckenberger übernimmt das mal das Präsidium dann von dem Eckenberger Verein. Der Eckenberger läuft auf dem Zahnfleisch, der hat schon genug auf der Schippe. Gut, dann hast du jetzt schon etwas gefunden. He? Ja, vielleicht Appenzeller Bädli. Gerda? Gerda sagt, ist okay. Ja, in dieser Geschichte. Halt, stopp, bevor du jetzt anfängst. Warum hast du jetzt Gerda gefragt? Ist gleich nicht alles Lupe rein? Ja. Sie sagt, wo wohl und schlimmelt. Also, es geht ein bisschen um die Bäderkultur, die wir in dem Appenzellerland hatten. Wir hatten etwa 40 Bädli. Sehr primitiv. Wenn es irgendwo in einem Wachtöbeli von Schwefel geschmeckt hat, Heilwasser, da muss man Badekuren anbieten. Vier Pfosten im Boden reingekrampt, ein Dach drüber behelfmässig, ein Eisenofen und Holz, super. Und dann hat man das Wasser aus dem Bach, hat sie dem, oder auf dem Ofen erhitzt, in die Zuber reingeleert. Und dort sind dann die Rheumatiker, Arthrösler und Gichtler gehockt. Typisch für Appenzeller, aus wenig viel machen, Strohgoldspinnen, typisch. He? Das ist ja so. Ja. Eben die alten Remmen zeugen noch von dem, Innerrhoden vor allem, Wiesbad, Kaubad, Gontenbad, Jakobsbad und so weiter. Und dann
haben wir ja noch Seilbad an der Richtstelle, beide. Das ist das einzige von diesen 40 Bädern, wo der Sprung in die Neuzeit geschafft hat. Heute Appenzeller Heilbad. Jetzt wären wir bei der Ruth Niederer. Die Ruth Niederer hat einen schwer kranken Mann, den Erich. Die Ruth hat eine gute Freundin, die Rös oder das Rösli. Die beiden Frauen haben sich regelmässig jede Woche getroffen und alle wieder die Frage von der Rös: Du Ruth, wie geht es dem Mann, Erich? Und jedes Mal die Antwort: Es geht ihm wieder etwas minder. Dann haben sich die beiden Frauen etwas aus den Augen verloren, weil sie Rösli auf Zürich eingezügelt hat. Und wo sie sich nach einem guten halben Jahr wieder getroffen haben, sofort die Frage natürlich von der Rös: Ruth, wie geht es dem Mann? Sagt sie: Ausgezeichnet, er ist wieder gesund. Ja, was haben wir gemacht? Wollen die anderen wissen? Ja, du, ich habe einen Champagnerbad gemacht. Fragen die anderen: Was? Ein Champagnerbad, und der hat geholfen. Wohl, der hat geholfen. Verrückt, so etwas. Das ist ja elend teuer. Wie viel Gutter haben wir denn gebraucht? Sagt die andere: Ja, ja, 110 Flaschen. Stackeln die anderen: Was? Was? 110 Flaschen? Das ist ja wahnsinnig teuer. Wie wenn sie den Champis hätten müssen zahlen. Du sagst in die Ruth so zur Beruhigung: Ja, weißt, nach dem Baden haben wir alles wieder zurück in die Flaschen abgefüllt. Und denk mal, am Schluss sind noch 4 Dezibel fahrig geblieben. Das ist eine super Geschichte. Etwas muss ich sagen: Der Erich Niederer hat nichts mit meinem Chef vom Radio DRS zu tun. Das ist ein bekannter Erich Niederer. Der sei scheint in der Grube, ich weiß nicht, was dort ist. Ja, genau. Aber mit dem Champagner könnte ich mir vorstellen, er ist ein Sportler, ein Fußballer, aber ja, ja. Champagner hätte ich auch noch gerne gehabt. Ist denkbar, ich kenne leider nicht persönlich. Ja, ja, gut, okay. So, jetzt gibt es aber mal Zeit für das eine. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, Peter, mit dir könnte man sich stundenlang unterhalten. Wir blenden das natürlich aber auch noch ein, natürlich, wo man dich anschauen kann, was man bei dir kaufen kann. Du hast ja natürlich eine Internetseite, du hast einen Job, die Bücher kann man kaufen. Und man kann es auch lesen, also der Dialekt lässt sich lesen. Gell? Du sagst, es ist ein bisschen stillen natürlich zuerst, das ist klar. Aber da kann man lernen, gell? Also die Bücher zu lesen. Ja, ja. Absolut, nein, das ist keine Sache. Die Leute sagen mir alle wieder: Du, dein Dialekt, wie du schreibst, habe ich verrückt gut können lesen. Und es ist wirklich eine Hilfe. Am Anfang ein bisschen Halbblut vor sich her lesen. Hat Mütter auch mir sagen, dann auch Geschichten lese ich als gute Nachtgeschichte in den Ofen vor. Andere sagen: Du, mit deinen Büchern gang ins Alter sein und lässt den Pensionär vor, und alle sind zufrieden. Und die 90 sind mir noch ein bisschen genügend, und wenn sie 1,70 sind, dann können sie es auch besser lesen, oder? So ist es. Ja, für kleinere Leute gemacht. So. Jetzt wirst du ja tatsächlich, also ich sage es nochmal, das ist am 23. Oktober, da haben wir das aufgenommen. Ich glaube, am heißesten Oktober überhaupt, oder? Also 28 Grad, da oben im Urwaldhaus. Aber jetzt wirst du ja tatsächlich da noch Ehrenbürger, he? Es ist ja so, also ich... Bist du selber verschrocken? Ja, ich bin verschrocken. Mir hat ein mulmiges Gefühl, natürlich hat man das verdient. Und hat doch einen Haufen andere, die... wo mehr zu tun haben für meine Wohngemeinde Wolfhalden. Die Frage kommt natürlich sofort. Und selber schaut man sich ja, vielleicht nicht alle Leute, aber eigentlich bin ich sehr selbstkritisch aber mit mir. Das müssen wir gleich mal zeigen. Das müssen, wir mal. Das müssen wir unbedingt. Ich hoffe, man kann es lesen und so. Wir kriegen jetzt auch ein bisschen die Schärfe da. Wolfhalden ehrt. Also verdient hast du auf jeden Fall. Ich meine, der Peter Eggenberger kennt man nun wirklich weit, weit, auch über die Landesgrenzen raus, oder? Das muss man auch klar sagen. Also man kennt ja auch Vorarlberg und süddeutschen Raum und so eindeutig. Und Wolfhalden, denken wir, tut sich etwas Gutes, oder? Wenn sie uns Ehrenbürger ernennen. Also es ist fast umgekehrt. Ja, das ist doch schön. Ich meine, es ist schön, dass es eine Anerkennung gibt. Das, ja, ist, ja, ja. Das ist wirklich schön. Aber selber, wie gesagt, es ist ein bisschen wie als Journalist, man schreibt ja etwa einen Nachruf über einen Verstorbenen, über einen Verstorbenen. Warum jetzt dem ja und dem anderen nicht? Oder? Das ist all die Frage. Nicht? Wir sind hier alle ein bisschen, auch eine Gratwanderung in einem Zwiespalt. Warum jetzt der Ehrenbürger für die beiden Männer? Ja gut, aber jetzt bist du 80. Mit 80 ist der Andreotti Ministerpräsident von Italien. Oder? Ja. Also von dem her gesehen ist das jetzt nicht. Meine Mutter ist 90 und spielt dort nur an. Wir haben mal eine Tante gehabt, die ist unter 3. Also, ja, und so wie du geistig drauf bist, da ist es noch ewig. Also, die haben noch lange einen Ehrenbürger. Was mich ein bisschen erstaunt, das ist in der evangelisch-reformierten Kirche. Bist du religiös? Absolut nicht, aber die Kirche ist der grösste Raum und scheinbar erwartet der Gemeinderat von Wolfhalden einen Haufen Leute. Ich weiß eigentlich nicht, woher das die Leute alle kommen, aber jedermann ist herzlich willkommen. Wahrscheinlich ist die Überlegung in der Kirche, hat man sicher Platz. Peter Eggenberger,
80, oder? Bereits gewesen. Was ist das so ein dein grösster Wunsch? Das, was dir jetzt, also natürlich Gesundheit und so, aber was juckt dich noch unter den Nägeln? Ja, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Also, ich muss Gesundheit. Du hast es gesagt, das steht natürlich an erster Stelle. Der Frieden, ich bin sehr ein harmoniesüchtiger Mensch. Der Frieden natürlich mit meiner lieben Freundin. Das wäre übrigens dann noch eine Geschichte, die man noch in zwei Sätzen sagen müsste. Die Freundin, nicht? Meine liebe Frau Claudia ist leider im 2006 gestorben. Der Frieden in der Familie, das ist mir wichtig. Wie gesagt, dass man noch ein paar Jahre leben darf, dass man vielleicht eben noch weiter. Ein neues Büchlein wird es dann im Frühling geben. Und vielleicht gibt es noch ein weiteres Buchprojekt, dass man so im jetzigen Rahmen noch weiterhin darf tätig sein. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielleicht seht ihr mich da so ein bisschen halb hinter der Kamera. Der Peter Eggenberger im Urwaldhaus unter Live-Bedingungen. Zusammen übrigens mit seiner Freundin, mit der Gerda, die uns so assistiert hat. Und ja, wie gesagt, also Bücher kaufen und einfach wirklich selber mal vorbeigehen, dann seht ihr ihn. Der Peter Eggenberger.